Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gothic 3. Wir haben beim letzten Mal hier in Al-Shaddin die Tempeltür geöffnet, beziehungsweise dementsprechend auch die letzten Tempelschlüssel gefunden. Und in diesem Part werden wir uns mit unserem lieben Freund Lester hier in den Tempel hineinbegeben. Und ihr werdet sehen, dass die Begleiter ein relativ gutes Kanonenfutter abgeben. Und wir uns relativ gut, während die Nahkämpfer auf ihn losgehen, um die viel gehassten Fernkämpfer kümmern können. Warum hier in der Ruine plötzlich Sand ist, frag mich nicht. Hier, ihr seht's. Keine Ahnung, warum hier Sand ist. Sehr realistisch ist das nicht. Aber gut, das ist wahrscheinlich wieder ein Bug, wenn man es halt gewohnt ist. So, wir wurden in die Ecke gedrängt, das ist weniger gut. So. Ihr seht, die Nahkämpfer gehen auf Lester los. Wir können uns um den Fernkämpfer kümmern. Denn auch wenn Lester, Gorn und so weiter nicht unsterblich sind, sie haben doch immens viele Leben. Also sind sie praktisch unsterblich. In Fakt sind sie es nicht, aber sie halten immens viel aus. Ich werde euch das dann zeigen, am besten nach dem Kampf, wie viel Leben Lester noch hat. Das werden nämlich relativ viele sein, obwohl die alle auf ihn losgehen. So, wir werden jetzt auch noch den Trank zu uns nehmen. Jetzt habe ich zu schnell gedrückt, gibt es sie gleich wieder weg, die Waffe. So. Lester geht so oben, glaube ich, ganz gut. Jetzt kommen noch ein paar der Schwertkämpfer, die vorhin gegen ihn gekämpft haben, zu uns. Und obwohl wir eigentlich keine Ausdauer mehr haben, fangen wir trotzdem noch schnell zu. Da zeigt sich mal wieder, wie arg sinnlos diese Ausdauerkrankheit ist. Die ist einfach nur nervtötend, sonst nichts. Also auf Nummer 6 haben wir Ausdauertränke. So, dann haben wir hier ein Skelett zum Durchsuchen, beziehungsweise zwei sogar. Oder doch nur eins. Ja, doch nur eins, okay. Neben einem Skelett Blut, das hat doch irgendwie etwas Ironisches. Außer, das war früher tatsächlich ein Mensch, der auch von Skeletten getötet wurde, der dann selbst zum Skelett geworden ist. Wobei, dann wäre das Blut ja nicht mehr so feucht, das wäre unrealistisch. So, Verwandlungstrank Snapper und Verwandlungstrank Blutfliege und ein paar anderes Zeugs. Und ich werde hier jetzt nochmal zusätzlich speichern, damit wir nicht verrecken. So, ich habe das Speichern mal für euch ein wenig verkürzt. Damit ihr nicht immer hier ewig lang sehen müsst, wie ich speichere. So. Ach, Mumien. Alte Bekannte, leider. Und auch ein Magier. Lassen wir einfach Lester vor. Ich wollte euch jetzt sagen, wie viel Leben er hat. Ihr seht, fast volle. Also, dass Lester stirbt, haben wir nicht zu befürchten. Dass wir sterben, schon viel eher. So, Lester stürmt schon vor. Und ihr seht, dafür sind sie wirklich exzellent geeignet, die Gegner in den Nahkampf zu zwingen. Das ist vor allem diesen Hohepriestern extrem vorteilhaft. Ups. Trinken. So, das Skelett. Ich hoffe, der wechselt jetzt nicht in den Fernkampf der Magie. Doch, tut er. Scheiße, genau deswegen habe ich es gefürchtet. Aber wir haben ja zum Glück gerade es gespeichert. So. Nach dem spannenden Ladebildschirm sind wir wieder hier an der gleichen Stelle wie vorhin. Und wir machen es wieder so wie vorhin. Lester läuft wieder vor.
Mal sehen, wie viel Schaden das Feuer macht. Auch so gut wie nichts. Also schauen wir jetzt einmal getrost dem lieben Lester zu. Und warten, bis ein paar Gegner auf uns zukommen. Ich bleibe hier um die Ecke, gesichert vom Magier. Und werde mich jetzt hier heilen mit I. So. Lässt es jetzt auch hier um die Ecke. Ich hoffe, der Magier kommt jetzt hier. Ups. Maus ist was hingedreht. Na, warum sollte ich? Ich warte jetzt einfach hier, bis Lester sich um den da oben gekümmert hat. Denn hier um die Ecke zu gehen ist mir viel zu gefährlich. Beziehungsweise jetzt. Gut. Dann hätten wir das geschafft. Ich hoffe, jetzt kommt nicht wieder das Skelett um die Ecke. Ups. Doch, da kommt das Skelett. Skelettische Eier, die geben auch 5%. Das sind nicht 5%, sondern die geben 5 Punkte. Na, das ist wirklich wenig. Nein, 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 garantiert nicht. Da ist noch ein anderer. Ah! Das gibt es doch nicht. Das ist jedenfalls die falsche Taktik. Lester muss absolut ausnahmslos vor uns sein. Gut zu wissen. Jedenfalls ist das bisher meiner Ansicht nach der schwerste Tempel. Ich glaube, wir sind noch am häufigsten gestorben. Wobei zweimal. Ich bin mir sicher, ich bin in einem Tempel auch schon zweimal gestorben bei meinen Skills. Jedenfalls. Ja, wieder hier. Wieder der nette Bogenschütze. So, wieder die altbewährte Taktik. Lässt davor. Und das ist gut. Jetzt stürmt er direkt zum Magier vor. Absolut klasse, Lester. Endlich mal kein KI-Fail. Einer der ersten Stellen, wo ich die KI sogar lobe. So. So, während Lester hier unten seinen Spaß hat, werde ich jetzt mal unsere Leben mit Hilfe von Scavenger-Eiern, auch wenn das ewig dauert, wir haben ja nichts zu tun, wieder auffüllen. Ich habe so das Gefühl, wenn wir jetzt aus diesem Moment herausgehen, wären wir tot. Ganz wie. Wobei, wir könnten sogar riskieren. Oder doch nicht. Zwei Magier hintereinander. Das ist tatsächlich heftig. Ich wage es einfach. No risk, no fun. Und ich hätte mich für das No Fun entscheiden sollen. Also für No Risk, No... jetzt labe ich wieder Scheiße. Ich hätte mich für das No Fun entscheiden sollen, also keine Risiko eingehen. So, jetzt habe ich es rausgebracht. Und die kleinen Skelette, die kommen auf uns zu, genau wie ich es will. Damit man nicht sagen kann, ich hätte nichts getan. Ich habe halt nur die kleinen Handlanger gekillt. So. Ah, Lester brennt. Vorher war ein Eis, jetzt brennt er. Wie viel Leben hat er jetzt noch? Ja, noch mehr als die Hälfte, aber trotzdem heavy für Lester. Whoops, da ist noch ein dritter. Wupp, wupp, wupp. Komm um die Ecke.
Komm. Komm. Gut. Da. So, ein Ausdauertrank. Damit wir genug haben, um ihn hier mal ranzuhalten. Ein paar Äpfel, die wenigstens 5% herstellen und nicht nur 5 Punkte wie diese billige Eier. So. Ein Priester weniger. Ein Speicherstand mehr. So. Speicherfortschritt wieder für euch weggeschnitten. Sonderlich spannend ist das hier nicht. Ich durchsuche dabei Seelen ruhig. Ganzen Leichen. Whoops. Weg. Konzentration. Konzentration, Trollhunter. Und. Da! Oh, da! Ah, endlich. Nicht nur du, Lester, nicht nur du. Und jetzt wird auf jeden Fall gespeichert wieder. Diesmal lasse ich euch wieder zusehen dabei, damit ihr seht, wie spannend das ist. Vor diesem stehenden Bildschirm. Das Einzige, was sich hier bewegt, sind die Fraps-Zahlen, aber das seht ihr ja nicht. Also bewegt sich bei euch tatsächlich gar nichts. Spannend. Und wir gehen jetzt tiefer hier hinunter und sehen, dass in diesem Raum genau gar nichts ist. Doch ein Pfeil, immerhin. Und hier unten war, glaube ich, dann dieser Bogenschütze. Und hier ist ein Korb. Und was ist hier? Die Adanos-Robe. Endlich ein weiteres Artefakt des Adanos. Endlich. Du hast es gefunden. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Du sagst es, Lester. Ich fühle mich hier drin auch nicht sonderlich wohl. Aber zuvor erstmal noch 3 Äpfel. Damit die weg sind. Außerdem ist dann unsere Energie zumindest nicht gar so niedrig, wie wenn wir sie nicht gegessen hätten. So. Ach, da haben wir ein Skelett noch nicht durchsucht. Wo war das? Hier. Die haben wir geöffnet. Die Vase können wir nicht nehmen. Ich würde jetzt hier nochmal speichern. So, und dann wären wir auch gleich wieder draußen und ich werde mal schauen, ob Les uns jetzt etwas sagen will noch. Gehen wir noch ein bisschen weiter weg. Nein, er möchte uns nichts sagen, also sagen wir mal, lauf zurück. Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. Das wissen wir in der Tat. Und wir werden jetzt nochmal nachschauen. Wir haben jetzt... Ich muss jetzt mal das richtige Menü finden wieder, wo die Adanos-Artefakte drin sind. Hier sind sie. Also wir haben jetzt die Adanos-Robe, Nummer 1. Die Adanos-Krone, Nummer 2. Das... Adanos-Amulett, Nummer 3. Und den Adanos-Ring. Nummer 4. Gut. Dieser Teil war mal wieder etwas spannend, damit ein bisschen mehr kämpfen. Und was im nächsten Part so abgehen wird, das werdet ihr dann im nächsten Part sehen. Also, wenn es euch interessiert, schaltet dann auch wieder ein. Und ich sag, bis dahin. Ciao.